Hallo Freunde von Shimano Network. Das Problem, was wir Forellenangler haben, es gibt einen Haufen fertig gebundener Haken. Allerdings, meines Erachtens, nie passt alles zusammen. Meist der Haken zu dick, Vorfach zu stark. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr ganz einfach Haken selber binden könnt. Und zwar braucht man ja eigentlich beim Hakenbinden 6 Hände. Man muss die Schnur halten, man muss dies, das und jenes. Alles kompliziert. Ich zeige euch, wie man das ganz einfach machen kann. Und zwar nehmt ihr ein Posengummi, welches ihr auf die Vorfachschnur zieht. Dieses Posengummi ist quasi unsere dritte Hand. Wir nehmen den Haken und stecken ihn in das Posengummi. Und zwar so. So habe ich schon gewährleistet, dass das untere Ende der Schnur am Hakenschenkel entlang läuft. Alles, was ich jetzt machen muss, ist den Haken vorne anfassen, eine Schlaufe legen, so, die ich über den Haken hinwegziehe. Die Schnur stört mich überhaupt nicht, die kann ich in der Tasche stecken. Und nehme nun das freie Ende und ziehe es ganz entspannt. 10, 12 Mal wickle ich das um den Hakenschenkel. Wenn ich dies gemacht habe, halte ich hier hinten die Schnur fest, ziehe sie vorne durch die Schlaufe, ziehe hier schon mal etwas stramm. Und das Gummi ist ja so flexibel, dass ich hier auch schon stramm ziehen kann, weil es blockiert ja nicht, sondern es führt die Schnur einfach unten lang. Jetzt ein bisschen anfeuchten und an beiden Enden stramm ziehen. Nun nehme ich das Posengummi ab, schiebe meinen Knoten nach hinten an den Schenkel und ziehe nochmal nach. Und so habt ihr einen herrlich gebundenen Haken. Und das könnt ihr auch mit kalten Fingern machen. Viel Spaß beim Ausprobieren.